Zu Zeiten Christi gab es auf diesem Planeten gerade einmal 300 Millionen Menschen. Heute sind es 7,4 Milliarden und die Weltbevölkerung steigt weiter exponentiell. Wir alle hier müssen dagegen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist, für diesen Planeten und vor allem für die Menschheit. Erzählen Sie uns was Neues. Ich habe in den letzten 2 Jahren an der Lösung dieses Problems gearbeitet. An der Lösung, die die Menschheit retten wird. Wir nennen den Virus Hiob. Hiob wurde so konzipiert, dass jeder Mensch, der mit ihnen in Kontakt tritt, innerhalb von 5 Jahren stirbt. Die Übertragung erfolgt durch die Luft. Jeder infizierte Mensch wird innerhalb von 4 Tagen Inkubationszeit selbst zum Überträger und so wandert der Virus von Mensch zu Mensch zu Mensch. Gut, Herr Petersen, da Sie nun die ungeteilte Aufmerksamkeit haben, können Sie jetzt mit Ihrem eigentlichen Thema anfangen. Ich danke Ihnen, Obmann Laurenz. Aber das ist mein eigentliches Thema. In der letzten Zeit haben wir vor allem an der Deckung von Hiob gearbeitet. Er kann mittlerweile durch keinerlei bekannte Sicherheitsapparaturen oder toxikologischen Untersuchungen entdeckt werden, weder bei lebendigen Infizierten noch bei bereits Verstorbenen. Unser Ziel ist die zeitgleiche Freisetzung von Hiob an den 10 weltgrößten Flughäfen. Die Verbreitung wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes viral und irreversibel. Sie meinen das ernst? Ja, und Sie haben Angst. Ich vergaß übrigens zu erwähnen, dass wir natürlich auch ein Gegenmittel entwickelt haben. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir die notwendigen Menschen für einen Neubeginn zusammenbekommen. Aber nun ist es erstmal an Ihnen, diese Aktion Neubeginn zu starten. Sollten Sie uns da nicht mal über den Grund aufklären? Warum wollen Sie Menschen töten? Zu welchem Zweck? Unsere Erde ist kein unendlicher Pool an Ressourcen. Das ist kein Geheimnis. Und das wird auch einer Ihrer Hauptgründe sein, wenn ich Ihre Präsentation so sehe. Aber daran wird gearbeitet. Also, warum? Dieser Mann ist geistig total verwirrt. Merkt ihr das denn nicht? Ja, Moment mal. Damit ich das jetzt mal richtig verstehe. Wir reden hier über den größten Massenmord in der Weltgeschichte. Und wer bestimmt eigentlich, wer leben darf und wer nicht? Ja. Wir bestimmen das. Wir suchen die klügsten und wichtigsten Menschen dieser Welt aus. Nobelpreisträger. Koryphäen auf allen Gebieten, Forscher, Heiler, Professoren, natürlich auch Landwirte und Handwerker. Eliminiert wird nur der versammelte Unrat, der auf dieser Erde herumkriecht wie Kakerlaken im Dreck. Ein Teil dieser Idee gefällt mir zwar, aber das ist doch eine Farce. Von wie vielen Menschen reden Sie überhaupt? Von 6,5 Milliarden. Sie sind ja verrückt. Nein, Sie haben mich einfach nicht verstanden. Die heutige Menschheit lebt nur noch für die Verschwendung und Zerstörung ihrer Ressourcen. Wir wissen, dass unsere Fabriken das Grundwasser vergiften und die Luft sowieso. Ja, schauen Sie nicht so. Die Menschheit ist aufgrund ihrer Masse zu einer Art Krankheit geworden. Wie Krebs. Krebs ist eine unkontrollierbare Vermehrung von Zellen. Und die Bevölkerungsexplosion ist eine unkontrollierbare Vermehrung von Menschen. Nun, was machen wir mit Krebs? Wir schneiden ihn heraus und vernichten ihn, bevor es keinerlei Heilung mehr gibt. Ich weiß, dass dieses Vorgehen zu einigen scheinbar unmenschlichen und brutalen Handlungen führen wird. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber wenn wir nichts tun,
dann wird es verheerend und im Allgemeinen viel, viel schlimmer. Die Geburtenrate sinkt stetig und das seit Jahren. Die Menschen werden ihr Wachstum selbst regulieren. Ja, die Geburtenrate sinkt in den Industrieländern. Aber in der dritten Welt, da explodiert sie. Die Menschen lernen nichts dazu. Wir wissen seit über 50 Jahren, dass die Überbevölkerung das größte Problem der Gegenwart sein wird. Und wir haben nichts Signifikantes dagegen unternommen. Nur heute können wir hier in diesem Saal dafür sorgen, dass der einzige Planet, auf dem wir existieren können, überleben kann. Und entschuldigen Sie bitte, aber darum geht es uns doch allen am meisten, oder? Ums Überleben. Ich weiß, ich bin nicht allein mit diesem Gedanken. Viele Pragmatiker und Wissenschaftler auf dieser Welt teilen diese Auffassung. Die Überbevölkerung ist der Tod der Menschheit. Schon Thomas Malthus wusste 1798, dass ein stetiges, unaufhörliches Wachstum der Bevölkerung nur zu Armut und Elend führen kann. Wollen wir unseren Kindern so eine Welt hinterlassen? Das ist falsch. Es gibt andere Wege, um die Menschheit vom Aussterben zu bewahren. Ja, wir sollten darauf hoffen, dass der Fortschritt das Wachstum und deren Folgen ausgleicht. Das ist die Lösung. Ach ja. Wir benötigen in den nächsten 40 Jahren genauso viele Lebensmittel wie in den 8000 Jahren zuvor zusammen. Woher soll das denn kommen? Woher kommen diese Ressourcen? Schon im Jahr 2050 brauchen wir 3 Erden, um unseren Bedarf zu decken. Jeder neugeborene Mensch sorgt dafür, dass Wälder verschwinden, intakte Riffe zerstört werden und die Artenvielfalt zugrunde geht. Irgendwann gibt es keine Elefanten oder Affen oder Schildkröten mehr, weil wir alles zerstört haben. Der Mensch ist selbstsüchtig und blind. Wir haben nicht das Recht, die Entscheidung über 7,4 Milliarden Menschen zu treffen. Ihr Vorhaben ist unethisch und selbstsüchtig. Sie wollen sich doch nur noch ihre eigene Zukunft sichern. Sie glauben immer noch, dass die Menschen sich von selber ändern würden. Aber stellen Sie sich doch mal eine Welt vor mit nur 1 Milliarde Menschen. Es gäbe keine Hungersnöte mehr. Die Wälder und die Artenvielfalt könnten sich regenerieren. Und das Meer könnte von all dem Müll befreit werden. Es gäbe keine Ressourcenprobleme mehr. Und die Elite dieser Welt könnte die Menschen in eine grüne und nachhaltige Zukunft weiterführen. Das sind wir doch unseren nachkommenden Generationen schuldig. Denn dieser Planet würde nicht im Jahr 2100 zugrunde gehen, sondern noch viele Jahrtausende weiterleben. Sollen unsere Kinder und Kindeskinder für unsere Fehler büßen müssen? Das geht so mit. Da mache ich nicht mit. Und ich hoffe, dass Sie noch einmal mal zur Vernunft kommen. Das hier ist Hiob in seiner reinsten Form. Also wie gesagt, das ist die reinste Form. Die Verbreitung über die Flughäfen wäre viel subtiler, weitaus weniger schmerzhaft und würde nur auf lange Sicht töten. Aber kommen wir nun zum geschäftlichen Teil. Wir benötigen 2 Milliarden Dollar, um genügend Dosen von Hiob herstellen zu können. Ich bitte Sie also herzlich, jeden einzelnen von Ihnen
mir 250 Millionen Dollar zu überschreiben. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie alle eine deutlich privatere Motivation brauchen. Das hier, das ist das Gegenmittel. Und das hier, das ist Hiob. Ja, nun beruhigen Sie sich alle mal, beruhigen Sie sich. Wenn Sie alle überleben wollen, dann unterschreiben Sie bitte all die Schecks, die sich in den Mappen vor Ihren Sitzen befinden. Ein freundlicher Mitarbeiter wird die Schecks dann gleich einsetzen. Vielen Dank. Sag denen doch, wir retten nur die Koryphäen, die Elite. Sind sie?